Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch mal den Bunker, den ich gebaut habe. Also es gibt so eine kleine Bunkertour, damit ihr vielleicht auch so ein bisschen Inspiration bekommt, was man so machen könnte. Und bevor wir in den Bunker gehen, zeige ich euch mal so ein bisschen die Eingänge, die ich mir überlegt hatte am Anfang. Und zwar wusste ich nicht genau, was für einen Eingang ich machen möchte. Ich habe zum Beispiel zuerst so einen Schneeeingang quasi mir überlegt, wo es dann so tiefer reingeht oder irgendwie was Geheimes, irgendwie hinter einem Wasserfall oder sowas oder in so einer verlassenen Hütte. Oder diesen hier, den fand ich auch ziemlich cool. Da läuft man dann hier so über die Druckplatten und dann gehen so die Türen alle nacheinander auf und auch wieder zu. Ich habe mich dann aber im Endeffekt auch für diesen Eingang hier entschieden. Sowas ähnliches hatte ich nämlich schon mal gebaut und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. So, um in den Bunker reinzukommen, muss man wissen, was man bezahlen muss quasi und wo man es hinwerfen muss. Und zwar in diesem Fall sind es 10 Diamanten, die man quasi bezahlen muss, um in den Bunker zu kommen. Und man muss sie auf diesen Block hier werfen. Und wenn man das getan hat, dann geht hier diese wundervolle 3x3 Pistentür auf. Und dann ist man erstmal in so einer extra Kammer, in der man quasi dekontaminiert wird quasi. Und dann geht die nächste Tür auf und dann auch wieder zu, wenn man lange genug wartet. So, und jetzt sind wir hier schon im ersten Raum quasi in der Eingangshalle, wo man dann erstmal so alles Mögliche hinbringt, was man so mitgebracht hat. Hier ist dann noch ganz viel Zeug, was man irgendwie direkt brauchen könnte und halt Waren, die noch nicht tiefer im Bunker quasi sind. Und hier vorne dann auch sowas für Verletzte vielleicht oder einfach nur zum Warten oder sowas. Und hier ist auch gleichzeitig noch so ein kleiner Büroraum, in dem man auch noch was machen kann. Und zwar kann man hier zum einen den Bunker komplett zumachen. Das bedeutet, wenn ich diesen Schalter jetzt umlege, dann ist es quasi unmöglich mehr in den Bunker reinzukommen. Selbst wenn man den richtigen Preis und das richtige Item weiß und auch wo man es hinschmeißen muss, jetzt kommt man nicht mehr rein. Beziehungsweise der Grüne, der macht halt den Bunker für alle auf. Ich kann es mal zeigen hier. Und dann gehen halt die Türen beide einfach auf und gehen nicht mehr zu. Und da kann man hier einfach rein und rauslaufen. Beziehungsweise habe ich es eigentlich die ganze Zeit auch so gehabt, als ich gebaut habe, damit ich einfach hier immer reinfliegen kann und weiterbauen kann. Ansonsten haben wir hier so ein paar Bücher und dann könnte es vielleicht so eine Liste geben, wo dann abgehakt wird bis und gewartet wird, bis quasi jeder, der auf der Liste ist, quasi drin ist. Und dann wird halt der Bunker zugemacht und man geht hinunter durch diese Wendeltreppe hier vorne. Die erste Idee war tatsächlich, dass ich eigentlich einen Aufzug baue. Der ist auch hier immer noch, wo man dann halt so drücken kann, auf welche Etage man will. Allerdings habe ich mir dann überlegt, okay, so ein Fahrstuhl in einem richtigen Bunker-Szenario wäre halt ein bisschen doof, weil dann fällt Strom aus oder so und dann ist man da im Fahrstuhl gefangen irgendwie. War das nicht so cool. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, die gute alte Wendeltreppe zu benutzen. Und hier gehen wir jetzt auch direkt mal runter. Und in einem richtigen Bunker tatsächlich geht man ja super weit runter. Ist in diesem Fall jetzt nicht so mega tief. Man könnte das natürlich noch viel tiefer machen, aber so viel Lust hatte ich dann auch nicht tatsächlich, so weit runter zu bauen. Und dann kommt man hier rein. Hier gibt es wieder einen Knopf. Das sind auch wieder Pistentüren hier. Aber die habe ich eben meistens offen, weil ich halt super oft hier durchlaufe. Und dann war es immer doof, da die Knöpfe immer zu drücken. Und auch hier gibt es wieder dasselbe System quasi, dass ich sie halt immer offen haben kann, beziehungsweise wenn ich den Schalter drücke, dass sie für immer zu sind und auch mit dem Knopf hier nicht mehr geöffnet werden können. Und dann sind wir auch schon quasi im Mittelpunkt vom Bunker. Hier haben wir jetzt quasi drei Richtungen, und zwar haben wir da vorne einmal den Wohnbereich, der ziemlich groß ist, und gleichzeitig haben wir dann hier hinten auch noch so einen kleinen Werkstattbereich und Warenzeug und Maschinenraum und so weiter. Und auf dieser Seite haben wir ein Lager. Und das schauen wir uns zuerst an, das ist nämlich gar nicht so spektakulär. Ich habe hier immer so Gänge gebaut, wo man dann so in Regalen so Sachen einordnen kann, so Kisten und Essen und Konserven und was man da nicht denn alles hätte und Wasserfässer natürlich. Hier vorne haben wir dann noch so ein bisschen Bettzeug und Wolle und Stoff und Handtücher und Tücher und sowas alles. Und hier vorne sind dann noch so Melonen und ein bisschen was zu essen, Schwämme und so weiter. Und ganz hier hinten haben wir dann noch ein bisschen so Werkstoff, eben Holz und Kohle, noch mehr Holz. Dann haben wir hier Eisen, Gold, Diamanten. Vorne sind noch mehr Stoffe und dann haben wir Rüstung, Steine, Heu, bla bla bla. Eigentlich nicht so mega spannend, aber man braucht natürlich auch im Bunker ein Lager, damit man eben hier lang ausharren kann. Beziehungsweise haben wir hier im Maschinenraum auch noch ein paar Sachen, die uns dabei helfen. Und zwar seht ihr das hier schon, ich gebe euch mal hier so einen kleinen Überblick. Und dann gehe ich jetzt mal hier runter. Und das erste, was man natürlich direkt sieht, sind diese großen Wassertanks. Oder Tänke? Ne, Tanks, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier große Wasserreservoirs quasi, wo dann eben das Wasser irgendwie gesammelt wird und dann hier aufbereitet wird, vielleicht nochmal, damit man es trinken kann und irgendwie nicht mehr irgendwie giftig ist oder sowas. Funktioniert natürlich in Minecraft nicht so gut und auch die Rohre hier sehen so ein bisschen komisch aus, aber ich denke, das ist schon erkennlich, was es sein soll oder erkennbar vielmehr. Außerdem haben wir unten auch ganz viele Sachen zum Thema Nahrung und Anbauen. Man möchte natürlich auch frische Sachen essen und dementsprechend habe ich hier so ein bisschen so ein Kräuterbeet quasi angelegt oder hier hinten dann auch ganz viele Nutzpflanzen, eben Beeren und Kartoffeln und Karotten und Weizen und sowas, das man hier ernten kann. Auch ziemlich nice. Dann haben wir hier vorne noch einen Haufen Kohle, mit denen die Öfen hier gebaut werden können. Das kann dann entweder dafür sorgen, dass hier irgendwie Strom generiert wird, habe ich mir überlegt, oder vielleicht auch Wärme und sowas.
Eigentlich auch ganz nice. Was man hier sieht, ist ein kleiner Kran. Und zwar hat man hier so einen Schalter, wo man das dann quasi hochmachen könnte. Funktioniert natürlich nicht in Minecraft, aber war so die Idee, damit man eben die Ware nach oben kriegt. Weil hier ist ja nur eine Leiter und das ist natürlich blöd, so schwere Sachen über eine Leiter zu nehmen. Und dann geht der Kran eben bis hier oben und man kann die dann hier mitnehmen mit so einem Karren und dann eben in den Wohnbereich bringen oder wo auch immer man das braucht. Hier vorne haben wir dann noch so eine kleine Werkbank mit Holz und Ambossen und einer Säge, falls man mal irgendwie was aus Holz bauen möchte oder reparieren möchte. Ganz cool. Und hier vorne haben wir dann so eine kleine Waschecke quasi. Das hier sollen nämlich Waschmaschine und Trockner quasi sein. Und hier vorne haben wir dann so Sachen hängen, die dann vielleicht auch noch weiter trocknen oder so. Dachte ich, ist auch ganz cool, weil also diese Basics, die man halt im ganzen normalen Leben hat quasi, die sind natürlich auch im Bunker relativ wichtig. Hier vorne haben wir dann noch so eine Anlage, wo man nochmal was verheizen könnte und dann hier so die Energie vielleicht in den Bunker verteilt wird, beziehungsweise hier vorne so eine Luftaufbereitung, wo dann halt die Luft nochmal, ja, ne, entgiftet wird quasi, damit man sie auch atmen kann. Hier sind dann natürlich noch ein paar Fässer, wo man einfach Sachen lagern kann oder hier so eine Bank einfach. Und ansonsten wäre es das eigentlich hier. Das ist halt so quasi der Raum, der so die ganzen Grundbedürfnisse, so Wasser und Luft und Nahrung natürlich, so ein bisschen befriedigen soll und auch Wärme und Elektrizität natürlich. Und jetzt gehen wir in den Hauptteil vom Bunker quasi, und zwar in den Wohnbereich. Auch hier gibt es wieder zwei extra dicke Türen, die man von hier auch wieder zumachen kann, ohne dass dann jemand von außen reinkommen kann. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal durch die Tür her, so. Und ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal in dem Mittelpunkt an. Und zwar ist das hier quasi der Mittelpunkt vom Bunker. Hier haben wir so einen großen Gemeinschaftsraum, sage ich mal, wo es dann hier alles Mögliche gibt. Jetzt haben wir hier vorne so eine kleine Art Bibliothek und Leseecke. Beziehungsweise hier auch einen großen Tisch, mit dem man, oder an dem man irgendwie, genau, Sachen bereden kann oder Spiele spielen, was auch immer man hier machen möchte. Und dann hier, wie gesagt, ganz viele Bücher, damit man eben die Zeit auch totschlagen kann, falls auch der Strom ausfällt. Ne? Bücher sind da immer ganz gut. Auf dieser Seite haben wir dann so ein bisschen modernere Sachen. Wir haben hier so einen Billardtisch quasi. Hier nochmal eine Ecke, wo man sitzen und lesen kann. Und dann haben wir hier natürlich eine fette Anlage mit einem riesigen Fernseher und hier auch Musik. Dann haben wir hier eine Couch und dann kann man hier chillen und, keine Ahnung, die ganze DVD-Sammlung irgendwie durchsuchen, wenn man hier mal gefangen ist. Hier sind auch noch vier Zimmer. Und zwar sind die Zimmer alle gleich aufgebaut. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar haben wir hier quasi die Schlafzimmer, wo man dann eben in so einem Doppelbett schlafen kann. Mit allen möglichen Sachen, mit einem Kleiderschrank, mit nochmal Büchern, mit einem eigenen Ofen. Dann hier noch so eine Sitzecke. Hier unten sind noch ein paar Überlebenssachen eben drin. Und auch mit einem eigenen Badezimmer tatsächlich. Mit Dusche, mit allem drum und dran eigentlich, sogar mit Toilette. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und man kann die Türen hier auch von innen zumachen, ohne dass jetzt jemand von außen reingehen kann. Das ist eigentlich ganz nice. Also, wenn man dann hier weiterläuft, findet sich hier der Esstisch, der auch nochmal schön groß ist, wie so eine Tafel eben, mit Gemälden und genug Platz eben für jeden, der hier im Bunker ist. Hier haben wir dann nochmal ein großes Bild. Und hier vorne haben wir dann die Küche. Bevor wir in die reingehen, schauen wir uns hier aber nochmal das Aquarium an. Falls der Fernseher irgendwie nicht mehr geht, hat man hier auch was zum Gucken. Auch wieder mit einer Couch. Dann kann man sich hier die Fische anschauen und die Tintenfische. Beziehungsweise im Notfall könnte man sie auch essen und dann irgendwie fangen und zubereiten und was auch immer. Übrigens eine Kleinigkeit, die auch relativ viel ausgemacht hat tatsächlich, finde ich, sind diese kleinen Blöcke hier. Das sind nämlich die Blast Furnaces. Und da sehen die, finde ich, aus wie so Belüftungsschächte und die habe ich halt hin und wieder mal versteckt platziert quasi. Einfach so, damit man so ein bisschen das Feeling hat, dass man halt doch noch unter der Erde ist und die Belüftung halt aus irgendwelchen Schächten kommt. Finde ich auch ganz cool, ein cooles Detail. Und dann schauen wir uns jetzt mal die Küche an, würde ich sagen. Die Küche ist eigentlich auch ziemlich groß, mit allem drum und dran, was man braucht, mit Kochbüchern, mit einer Uhrzeit, mit einer Stoppuhr tatsächlich auch, damit man halt weiß, wie lange die Sachen noch drin sein müssen im Ofen quasi. Herd, Herdplatten, Stauraum, hier was zu trinken, Feuer, einen Kühlschrank, einen Kuchen und noch eine kleine Speisekammer, die ich euch mal zeige, wo dann halt so noch mehr Sachen sind und Fleisch runterhängt und alles Mögliche halt. Eigentlich auch ziemlich nice. Als nächstes zeige ich euch dann das Badezimmer hier vorne. Das ist tatsächlich ein bisschen Overkill tatsächlich. Und zwar hat ja eigentlich jeder Raum schon ein eigenes Badezimmer, aber ich habe dann hier nochmal so ein richtig fettes gebaut, einfach, auch immer, keine Ahnung. Hier denn, das soll eigentlich eine Badewanne sein, das ist jetzt eigentlich Pool mit Abfluss, mit Wasserhähnen, mit allem drum und dran. Und hier noch ein riesiger Spiegel, hier eine riesige Dusche, in der man theoretisch auch baden könnte. Und hier auch dieses Ding, was ihr aus meinem Bauhacks-Video vielleicht kennt, wo man sich hinter so halt umzieht und dann die Klamotten darüber schmeißt. Ja. Passt vielleicht nicht so zum Bunker, ist vielleicht ein bisschen zu luxuriös, aber fand ich doch ganz cool und deswegen habe ich es gebaut. So, als nächstes schauen wir uns mal so ein bisschen Sachen an, die ich auch relativ wichtig finde. Und zwar ist das zum einen sportliche Betätigung im Bunker. Und zwar haben wir hier vorne dann nochmal zwei Räume und der erste ist ein Gym quasi, beziehungsweise ein Fitnessstudio oder ein Sportstudio.
wo es dann nochmal so ein paar Sachen gibt, damit man eben fit bleibt, weil man ist ja unter der Erde und macht theoretisch nichts, aber man sollte ja doch fit bleiben. Wir haben hier Laufbänder, auf denen man laufen kann. Wir haben hier so eine, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, halt wo so Griffe dran sind, wo man so Klimmzüge machen kann und alles mögliche, Kabelzug und so. Sowas soll das zumindest darstellen. Und dann haben wir hier noch so einen Bereich, wo man dann so quasi Gewichte hinter sich herzieht oder schiebt oder sowas. Einen Boxsack, hier nochmal so ein bisschen Trainingsausrüstung, damit man sich nicht gegenseitig wehtut. Hier haben wir so eine Butterfly-Maschine, auch ziemlich cool. Langhandeln, Kurzhandeln. Wir haben hier alles. Eine Bank, auf der man dann ein Bankdrücken machen kann. Und dann hier nochmal so diese Dinge, die man aus dem Sportunterricht kennt. Diese Sprossenwand quasi. Auch ziemlich cool. Und da oben natürlich auch wieder Belüftung. Finde ich ziemlich wichtig und fand ich ein cooles Detail hier auch im Bunker. Und auf der anderen Seite haben wir noch was, was so für die Bildung nochmal ist. Und zwar ein Schulraum, wo es dann hier eine große Tafel gibt. Und das hier soll so ein Skelett sein, wo man dann so alles dran sehen kann quasi. Dann gibt es hier auch noch eine kleine Glocke für den Lehrer. Und dann hier eben die Sitze, wo man dann eben schauen kann. Und dann gibt es hier noch alles mögliche, noch mehr Bücher. Natürlich hier auch Belüftung, eine Karte, das hier soll so eine Art Terrarium sein, wo man dann irgendwelche Viecher drin hat vielleicht. Dann hier nochmal für den Werkunterricht so alles mögliche und selber Pflanzen anbauen. Oder hier auch Malereien auf die Bilder und dann, auf die Banner und Bilder daraus machen quasi. Fand ich auch ziemlich cool, dass man sowas halt mit reinbringt, damit man, falls Kinder hier sind, die auch natürlich noch ein bisschen ausbilden kann. Und was ich euch nicht gezeigt habe, was aber doch noch hier ist in einem der Räume, ist so ein kleines Versteck nochmal. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, in einen weiteren Bunker zu kommen, also quasi in den Bunker vom Bunker. So muss man dafür diesen Knopf da oben drücken und dann geht hier hinten eine geheime Tür auf. Das zeige ich euch mal schnell. So, zack. Und das gibt es in jedem Raum, also auch hier vorne. Und zwar, falls jetzt irgendwie der Bunker da oben irgendwie auch nicht mehr bewohnbar ist, kann man eben nochmal hier runter und dann in diesen Raum nochmal extra. Hier kann man auch nochmal die Türen extra zumachen, kann man hier vorne auch. Und dann ist man hier wieder auch komplett ungestört von allem anderen. Und hat dann hier wieder einen ganzen kleinen Bunker unterm Bunker quasi für sich. Hier gibt es dann auch alles mögliche Wichtige wieder. Natürlich nicht so luxuriös wie oben, sondern tatsächlich mehr wie so ein normaler Durchschnittsbunker quasi wäre. Natürlich auch wieder hier mit Lager, mit Wasser, mit Fässern, mit allem drum und dran, mit insgesamt 8 Betten, mit frischem Essen und mit Büchern natürlich auch. Und auch hier gibt es wieder ein Badezimmer. Allerdings hier natürlich wieder nicht mit einem Geheimgang, sondern irgendwann ist es auch gut, man braucht ja nicht einen Bunker vom Bunker vom Bunker quasi. Aber hier gibt es auch wieder alles mit Dusche, Klo und auch einem Waschbecken quasi. Ansonsten ist das hier eigentlich relativ klein. Ich fand es nur ganz cool, nochmal so einen extra Bunker zu haben. Beziehungsweise würde ich so einen kleinen Bunker tatsächlich auch vielleicht in meiner normalen Minecraft-Welt unter dem Haus bauen. Weil ich finde diesen hier eigentlich auch relativ gut dafür, dass es halt ein Bunker ist. Also hier hat man auch eigentlich viel mehr, als man eigentlich braucht. Und der obere ist halt doch tatsächlich ein bisschen sehr viel, was man dann bauen müsste. Aber dieser hier ist ja relativ schnell zu bauen. Und hier gibt es dann auch nochmal ein kleines Lager für diesen Bunker, wo dann nochmal alles Mögliche gelagert werden kann. Beziehungsweise gibt es hier dann auch den Aufgang wieder, wo man rauskommt quasi. Und dann ist man hier wieder im Hauptbunker. So, an sich wäre das alles von dem Bunker. Es hat natürlich super lange gedauert, hier alles auszubuddeln und so weiter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wurde ein bisschen inspiriert vielleicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mal ein Hashtag Bunker in die Kommentare. Beziehungsweise, wenn ihr bis hierhin überhaupt geschaut habt. Würde mich freuen und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit dem Bunker. Ciao, ciao.